haben ja dieses sechsjährige Forschergruppenprojekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert gehabt, in dem wir die Möglichkeit hatten, fast eigentlich europaweit und fast flächendeckend Goldvorkommen, Goldseifen und auch Gold aus Goldadern zu untersuchen, geochemisch, und mit der geochemischen Zusammensetzung des Goldes der Himmelsscheibe zu vergleichen. Das hat ein Doktorand und später eine wissenschaftliche Mitarbeiterin von mir gemacht. Und die waren anfangs über längere Zeit sehr, sehr frustriert, weil sie natürlich suchten, die Quelle nachweisen zu können und immer wieder sagen mussten nach den Untersuchungsergebnissen, dass die Zusammensetzung des Goldes, was sie untersucht hatten, das Tauerngold und Gold aus Thüringen und Böhmen und aus Rumänien, dass die Zusammensetzung nicht mit der übereinstimmte, die wir beim Himmelsscheibengold gefunden haben. Das war für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwar frustrierend, aber von der Aussage her eigentlich sehr, sehr belastbar. Denn wenn die Übereinstimmung nicht passt, dann sind wir sicher, dass das nicht die Lieferquelle gewesen ist. Und es hat relativ lange gedauert, bis wir dann tatsächlich auch weiter nach Westen geschaut haben. Wir haben die Iberische Halbinsel bearbeitet, auch da kam es nicht her. Und die beste Übereinstimmung, die wir bis heute gefunden haben, ist tatsächlich das Gold aus den Flüssen von Cornwall und dabei ganz speziell von zwei Lokationen am Carnanfluss, wo wir Proben untersuchen konnten, die das Royal Cornwall Museum in Truro uns zur Verfügung gestellt hat. It was really because of my contact with Professor Borg about a year and a half ago, and we talked about the Nebra disc and the gold content, and I mentioned to him that at Carhaze Castle, owned by the rich mining family, the Williams family in Cornwall, I discovered about 20 gold nuggets back in 2011. Courtney Smale ist ja der Kurator der Williams Mineral Collection von Carhaze Castle. Und er hat hier eine kürzlich wiederentdeckte Sammlung von Goldnuggets, Daumennagel groß, so groß wie der Nagel vom kleinen Finger, mitgebracht, damit wir die hier weiter untersuchen können und damit die hier professionell fotografiert werden sollen. I think I've brought approximately 27 gold nuggets with me. About 16 to 18 I consider to be the more important ones, and that's already been proven by initial chemical analysis. And the remaining ones contain large percentages of quartz. There's still plenty of gold, but very little tin in them. What we've tried to concentrate it on is the rich gold specimens that contain significant percentages of tin. Wir kennen die Dicke des Goldes an einem Objekt, nämlich an diesem Vollmond oder an der Sonne, dadurch, dass die Raubgräber ja die Scheibe beschädigt haben und ein Stück von diesem Gold mit ihrem Hammer abgeschlagen haben. Wenn man diese Dicke nimmt und in etwa abschätzt, vorausgesetzt, sie wäre überall darauf so, und man nimmt die Fläche der Objekte, die montiert sind, dann dürften wir irgendwo von 50 bis 60 Gramm Gold ausgehen. Das sind nach heutigen Angaben sind das 2 Unzen. Das sind zwei, in etwa 2 Unzen von Gold, die darauf montiert sind. Und man kann bei den Nuggets, die wir jetzt ja gerade auch hier untersuchen aus Carhaze Castle, dann sind das Nuggets, die im Einzelfall als einzelnes, das größte Stück, was dabei hat, etwa 11 Gramm. Diese 11 Gramm dürften in etwa dem Gold entsprechen, was als Sonnenbarke montiert ist. Das heißt, man braucht gar nicht viel Gold dafür. Und dieses Gold, wie gesagt, ein Nugget, das größte Nugget aus der Williams-Sammlung, die wir momentan haben, was keineswegs das größte Nugget von Cornwall ist, hätte ausgereicht, um die Sonnenbarke zu produzieren. Und 5 oder 6 davon haben vollkommen ausgereicht, um alle Goldapplikationen auf der Himmelsscheibe montieren zu können.
Wir hatten relativ früh ja festgestellt, dass das Gold der Himmelsscheibe einen relativ hohen Silberanteil hat, was eigentlich dafür spricht, dass es irgendwo vielleicht nah an den eigentlichen primären Quellen, also an den Goldadern gewesen ist, weil das natürliche Gold, was in den Goldadern vorkommt, hat typischerweise 10 bis 20, manchmal bis 30 oder 50%, da nennen wir es ja Elektrum, Silberanteil, der typischerweise dann beim Transport im Fluss durch Herauslösung immer weniger wird. Das Gold reinigt sich von daher, weil das Silber und zum Teil auch das Kupfer im Wasser löslich ist. Wir hatten also gesehen, wir haben hohe Silbergehalte im Himmelsscheibengold der ersten Phase und auch der zweiten Phase, haben immer etwa ein halbes Prozent Kupfer und immer wieder zu finden auch noch Zinn da drin. Ganz winzige Spuren von Nickel ist auch noch ein bisschen nachgewiesen worden und auch ganz, ganz kleine Spuren da drin vom Platin. Und diese Art von Fingerabdruck oder auch diese Art von Assoziation oder wir nennen eine Metallparagenese, die finden wir nun tatsächlich in diesem Bergbaudistrikt in Cornwall. We looked upon this by comparing the background and the likely source of the gold in the Carnan Valley. We know it has a very high tin content, and looking back at the metal mines higher up in the valley, the ores of which are of a polymetallic nature, the trace elements that we find in the ore bodies higher up in the valley match very closely to the fingerprint we're getting in the gold from the Carnan Valley. Das Zinn kommt dort als ein Mineral, das wir als Zinnstein im Deutschen bezeichnen, oder Cassiterit, sein Zinnoxid, vor. Und dieses Zinnoxid ist ein sehr, sehr, dieser Cassiterit ist ein sehr, sehr robustes Mineral. Es hat sowohl eine hohe Härte, das heißt, es hat auch eine chemische Stabilität, das heißt, es löst sich nicht auf. Es findet sich typischerweise in den Flüssen, sammelt sich dort und zerbricht auch nicht so leicht. Und wir haben nun ausgerechnet, und das kommt also dort auch aus den Adern vor und in großen Mengen im Carnan-Fluss, ist dort über Jahrhunderte auch industriell gewonnen worden. Und wir haben nun ausgerechnet in den Nuggets, die uns der Herr Smale mitgebracht hat, vom Carhaze Castle, dort haben wir also 5 oder 6 von diesen Nuggets gefunden, in denen Cassiteritkörner drinstecken, die offensichtlich beim Transport der Goldnuggets zusammen mit dem Zinnstein, mit den Cassiteritkörnern, eingeknetet worden sind. Denn das Gold ist relativ weich und wird beim Transport im Fluss zwischen anderen Geröllen, es wird gehämmert, es wird deformiert, mit der Zeit wird es ausgewalzt. Und hier hat es dazu geführt, dass einige von den Cassiteritkörnern hier in dieses Gold hineingeknetet worden sind und noch da drin stecken. Und die haben wir jetzt auch in den letzten Tagen uns angeschaut, untersucht und auch mit dem Mikroskop dokumentiert. Yes, I think from Professor Borg's analysis and we have to say at this stage that we can only base it on circumstantial evidence, but all that evidence points to the great likelihood that the gold in the sky disk of Nebra came from the Carnan Valley in Cornwall. It's almost like a fingerprint. The fingerprint is really the trace element contents. The Carnan Valley is the lower part of a river course which was fed by a number of underground mines back up in the hillside. And we refer to those mines as having a mineral content which is polymetallic. You have a lot of metal elements contained in the ore. And the gold that we analyzed showed these trace elements to be quite strong. Ja, also die Gold Nuggets, davon müssen wir ausgehen, dass die eher in den Flusssedimenten und in den ehemaligen Flusssedimenten, wir nennen die Alluvionen, also die Talfüllungen, dass die darin gefunden wurden, zusammen mit dem Zinnstein, dem Cassiterit, diesem Mineral. Aber die Frage war natürlich und ist natürlich, wie kommen genau, wie Sie gerade gesagt haben, dieses Gold da rein? Und in den letzten 1,5 Jahren habe ich mich vor allen Dingen darum gekümmert, diese Plausibilität, diese geologische Plausibilität zu untersuchen und dort nachzuvollziehen, wie das Gold und auch der Zinnstein in den Carnan-Fluss gekommen ist. The Carnan Valley itself is not an area known for underground mining, primary load mining. The Carnan Valley would have received the naturally weathered products
from higher up in the hillside in the area, those products having been eroded and then tumbled down through the river and stream courses down into the Carnan Valley, and then eventually settling out in the valley, creating what we know now to be a valuable source of tin and gold back in early historical times. Wir haben ja die Möglichkeit gehabt, alle Objekte und alle Applikationen des Goldes auf der Himmelsscheibe in Mikroquantitäten nochmal zu beproben, und die sind dann dort nochmal sehr detailliert und mit ganz modernen Methoden analysiert worden. Von daher kennen wir die Zusammensetzung des Goldes aller Applikationen auf der Himmelsscheibe. Und da hat man also deutlich sehen können, dass wir drei verschiedene Sorten oder Qualitäten von Gold haben. Die erste Qualität ist aus der Phase 1, die also von den Sternen oder von fast allen Sternen bis auf einen, der Mondsichel und der Sonne oder dem Vollmond ist. Die haben eine sehr, sehr übereinstimmende, homogene Zusammensetzung. Und das ist dieses Gold, was den allerbeste Ähnlichkeit hat zum Gold aus dem Carnan in Cornwall. Die zweite Phase des Goldes ist das Gold, das benutzt worden ist, um die Horizontbögen oder den einen erhaltenen Horizontbogen zu produzieren, plus einen Stern, der offensichtlich abgefallen war, der verloren war. Das ist also die zweite Sorte von Gold. Das ist ein Gold, das ebenfalls etwa 0,5% Kupfer hat und eine ähnliche Zusammensetzung auch vom Zinn, sodass zusammen mit den Archäometallurgen wir eigentlich davon ausgehen, dass das von der gleichen Lieferquelle kommt, aber möglicherweise zu einer anderen Zeit, wir würden sagen eine andere Abpackung, Abfüllung, eine andere Charge von Gold, die also dort benutzt worden ist. Die dritte Sorte von Gold, die sich auch recht deutlich unterscheidet im Silbergehalt, ist das Gold der Sonnenbarke. Und das Gold der Sonnenbarke, das man bei genauer Beobachtung auch erkennen kann, dass es einen anderen Glanz hat, es ist einiges heller, es hat nicht so einen relativ dunklen Farbton, das ist in dem Fall das Gold der Sonnenbarke, und das hat auch einen anderen Silbergehalt, der nur bei 15% liegt, während das restliche Gold der Himmelsscheibe bei 24% liegt. The gold we know from the prehistory work that's been carried out, that the gold from Cornwall, along with the tin from Cornwall, would have been worked back in the Bronze Age, obviously as surface deposits, not as underground mining. And those deposits would have largely come from areas like the Carnan Valley. For example, we have in the Royal Cornwall Museum in Truro in Cornwall, we not only have a lot of gold specimens, but we also have artifacts from the alluvial tin deposits which contained the gold, an artifact such as, for example, a pick, a miner's pick made out of deer horn. And that takes us back to almost the Bronze Age. Zusammen mit den Archäologen haben wir da alle sehr, sehr viel dazugelernt. Wir gingen zwar sehr früh davon aus, dass es eine Schöpfung war, die hier im zentraleuropäischen Raum produziert worden ist. Die Archäologen wussten aber auch, und auch gerade die Astronomen wussten aber auch, dass das Bildprogramm durchaus Anklänge hat vom Konzept her zu dem Raum Mesopotamien. Es gibt in Mesopotamien das Mulapin, das ist eine Beschreibung dieser kalendarischen Funktion zur Synchronisierung von Mond- und Sonnenkalender. Und von daher mussten wir anschließend alle zugeben, wir hatten durchaus vom Konzept her einen Blick Richtung Südosten. Nun mag es auch noch dazu kommen, dass auch durchaus der erste Doktorand, der im Projekt gearbeitet hat, ein Österreicher war, der natürlich sich zu Hause die Tauern vorgenommen hat, der auch stärker in diesem Bereich von Europa gearbeitet hat. Von daher war also zunächst mal gar nicht unbedingt ein Blick in andere Richtungen vorgesehen.
In der zweiten dreijährigen Phase hat dann eine Mitarbeiterin, die Anja Eser, hat dann angefangen und hat auch auf der Iberischen Halbinsel zu beproben. Und wir sind erst danach eigentlich weiter nach Westen gewandert und haben im Westen dann auch in England, wir haben auch Literaturanalysen entsprechend aus Irland und aus Schottland verglichen, deswegen brauchten wir da nicht selber zu beproben und analysieren, haben erst dann den Blick nach Westen gerichtet. Ich kann mich sehr genau an die Sitzung erinnern, wo wir unsere Projekttreffen hatten und berichtet haben, dass wir plötzlich tatsächlich eine solche starke Übereinstimmung hatten, wo die Archäologen plötzlich sagten, na, das macht ja richtig Sinn, denn der Formenschatz dieser Aunitiz-Kultur, beispielsweise diese Gefäße, diese bauchigen Gefäße mit diesem trichterförmigen Rand oben, die kennt man sowohl in der Aunitiz-Kultur hin in Zentraleuropa, als auch in der Wessex-Kultur in England, wo ausgerechnet diese Gefäße dann auch noch in Gold dargestellt waren und als Rillerton Cup und Ringlemere Cup heute im British Museum sind. Thank you.